Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Ja, nicht einschlafen, Rufus hier, Mensch. Puh, links, rechts ein paar. Okay. Wir sind immer noch beim Dachbord. Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Und wir kriegen die Ich finde schon einen anderen Weg. Und die Tauchluke nicht auf. Topf mit Wachs und die Fernbedienung. Gut. Was machen wir also? Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Stimmt, da ist das ganze Wasser drin. Taucheranzug, Taucherhelm. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Ja, yeah, so viel dazu. Das wird lustig. Ja? Hallo? Sehr witzig. Oh Mann! Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Oh ja. Was denn, Rufus? Was tut das? Rufus! Verdammter Idiot! Beim nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Es wird ja immer lustiger. Gleich nochmal. Was? Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Das ist auch keine schlechte Idee. Oh, aua. Okay. Das ist die mit Abstand attraktivste Delle, die ich je gesehen habe. Schade, sie haben die Klingel abgestellt. Aber hatten wir doch gerade so viel Spaß. Oder eigentlich? Kann man die eigentlich auch von der anderen Seite aus? Ja, wie cool. Wir können damit nichts machen. Okay. Also. Aber wir haben hier die Delle. Ich habe mal so eine ganz vermurkste Idee. Ich meine, aber physikalisch überhaupt gar nicht möglich, ja, aber... das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder okay, eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Klingt beides gut. Also der Abdruck ist ja wie gemalt. Kein Wunder bei dem dankbaren Motiv. Oh ja. Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson. Yeah. Okay. Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Bozo, alter Pirat. Hey, Bozo. Hey, Rufus. Was liegt an? Was mache ich denn bloß wegen dieser Delfine? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Ich verstehe gar nicht, warum. Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Okay. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Genau. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals... Okay, okay. Oha! Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Eieieiei. Okay, wir haben... Ey, wo ist mein Schlauch? Das klingt so falsch, wenn ich das sage. Ich guck mir mal an, was die Delfine da unten getrieben haben. Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut.
auf dein eigenes Risiko. Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen, sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt, reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz, stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Außer Wochenendarbeit. Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Ach, ich kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Verdammt, ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Potzdonner. Der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Mei, was ist denn jetzt hier passiert? Einen Weg in den Turm finden, Lady Gold zur Vernunft bringen und mit Go nach Elysium. Klingt nach einem verdammt guten Plan. Quatsch von mal eine Runde mit Doc. Als erfahrener Teamplayer kann ich Folgendes sagen. Für manche Spieler ist sogar die Ersatzbank zu schade. Ja. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's so zu Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Puh. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Wieso? Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt. Also nichts, was ich nicht wieder rückgängig machen ließe. Wer erzählt denn sowas? So eine genetische Verschmelzung ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Wenn zwei Spezies erst einmal ihre Gene gekreuzt haben, dann...
Dann? Wo ist Boso? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Ich weiß nicht. Rufus. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Und? Seid ihr vorangekommen? Es würde schneller gehen, wenn du helfen würdest. Es geht jetzt nicht. Ich bin ganz nah dran, einen eigenen Weg zu finden. Von Teamwork hältst du nicht viel, oder? Doch, doch. Einer für alle und was auch immer ihr da treibt. Okay. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Ja, auch viel Glück. Jupp. Ein ausgemusterter Ort-zu-Ort-Transporter. So einen habe ich auch mal gebaut. Nur, dass die rotierenden Rasierklingen fehlen. Kriegen die denn so die Moleküle auseinander? Das dumme Vieh besetzt den Ort-zu-Ort-Transporter. Aber da ich die Fachliteratur studiert habe, fürchte ich mich nicht vor genetischer Verschmelzung. Ein Hoch auf Captain Kakerlake. So, aus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Na, mal kicken. Kunde? Ohne mich werden sie alle draufgehen. Das würde ihnen zwar recht geschehen, aber wer soll dann meine grandiosen Führungsqualitäten würdigen? Berechtigte Frage. Das dumme Vieh besetzt den Ort-zu-Ort-Transporter. Aber da ich die Fachliteratur studiert habe, fürchte ich mich nicht vor genetischer Verschmelzung. Ein Hoch auf Cap. Okay. So, aus da mit dir. Warum habe ich nur mein... Das dumme Vieh... Aber da ich ein Hoch... So, aus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Ich sehe so ein bisschen aus wie ein übergroßes Schnabeltier. Da ist Toni, Janosch, Liebold und Dings. Gareth, ich hab wieder vergessen. Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Okay, wir haben noch einen Frosch und einen Flieger. Ribbit. Ich würde ja einfach... Weiß nicht, wenn die Tür aufgeht, das Vieh raustreten und fertig. Ein ausgemusterter Ort-zu-Ort-Transporter. Ach, was kann schon schiefgehen? Yay! Alter, wie cool das ist. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Hallo. Der Outer. Warte mal, da oben komme ich als Frosch als Frosch raus und hier als Schnabbeltier. Okay, jetzt gehe ich einfach wieder hier unten rein und ich komme als hoffentlich als Rufus da an. Das war viel zu einfach. Na, wie sieht's aus an der Front? Rufus, endlich!
Schnapp dir eine Waffe und hilf uns. Wir sind gnadenlos in der Unterschale. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Ohne okay. Die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Ja. Da ist das Schnabbeltier. Ohne die Fürsorge selber schuld. Okay, mit Toni kann ich also nicht quatschen. Vielleicht komme ich jetzt da oben raus, indem ich einfach mit dem Frosch den Platz tausche. Jetzt wieder hier oben. Ich habe schon fast befürchtet, dieses Rätsel wird zu einfach. Ich glaube, ich hatte es schon fast. Jetzt mit dem Schnabeltier tauschen. Okay. Na, wie hat dir die Verschmelzungssache gefallen? Oh, die genetische Verschmelzung ist ganz ursprünglich. Ich bin zu schmerzen. Schnabeltiere sind voll dämlich. Hilf mir vor. Okay, aber wie komme ich da hoch? Go, go! Rufus, komm hier! Tja, also sonst klappt das immer. Ja, nur heute nicht, wie es aussieht. Ich komme da aber auch nicht hoch. Nee, ich glaube, ich muss dafür sorgen, dass das Schnabeltier unten ist, weil, bevor ich in das Schnabeltier hier reingehe. Wie kriege ich das am besten hin? Nicht so. Aber wenn ich jetzt hier als Flieg wieder reingehe... Nee.
Ich müsste jetzt theoretisch... Ich überlege gerade. Tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen sehr ruhig bin. Ich glaube, das wird nichts. Da will er ja nicht rein. Ja, ich verstehe auch wieso. So eine Frösche fressen ja nun mal gerne Fliegen und so. Wenn ich jetzt hier nochmal mit dem Frosch die Locken tausche. Und dann den Transporter hier nehmen. Habe ich wieder exakt die Ausgangsposition. Verschaffen, dass das Schnabeltier unten ist. Rabbit. Wieso war das nichts? Verrückt. Wenn ich jetzt hier hochgehe, ist der Frosch ja wieder unten. So. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, aber absolut keine Ahnung. Jetzt bin ich wieder die Fliege. Aua, hier ist eine Luke. Ich meine... ja. Wenn ich jetzt hier reingehe... sicher da rauskommen, wo die Fliege einst saß. Schnabel, Frösche sind voll dämlich. Es hat die genetische Verschmelzung gut... Dann gehen wir jetzt mal hier als Frosch hoch. Ich komme natürlich als Frosche nicht raus, das wäre ja auch sonst so einfach. Ich sag's vorhin noch, ja. Ich sag's ja vorhin noch. Frösche fressen Fliegen. Und so. Jep, geschafft. Da sind sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne sie abzureisen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen? Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah, den Humor haben sie von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es
ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Huh. Goal, goal, goal. Okay. Jupp, haben wir. Müssen wir Lady Gold zur Vernunft bringen. Hm. Insgeheim steht sie immer noch auf mich. Ja. Argus will jeden Moment aufbrechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Hm, das stimmt. Jetzt müssen wir also in den Bombenkontrollraum. Eieiei. Cletus. Put. Hm. Cletus, was macht er denn da? Bombenkontrollen. Cha-cha-cha. Fummelt er etwa an den Bombenkontrollen? Ich fummle an den Bombenkontrollen. Na, das sieht bestimmt nur so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich an den Bo, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Dieser Bo, dieser Bi, dieser Ba, dieser Bu. Rufus got the groove. Yeah, aber halt. Dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. What? Da steht eine scheinbar leere Donner. Cletus, Kontrollen, Tür. Mach mal seine Tasche, catch. Hey, da ist Donners Fernbedienung und die beiden übrigen Datasetten. Ich lege schon mal eine ein. Hm. Golds Fernbedienung fehlt leider. Die muss sie noch bei sich haben. Cletus hat sie hier einfach so liegen lassen. Gold? Donna? Irgendwer? Hm. Offenbar ist niemand zu Hause. Kein Wunder. Das Implantat ist ja auch leer. Dann wollen wir mal ein Implantat einstecken. Oh, hey! Psst, nicht so laut. Hey! Wir haben ein Problem. Naja, also zwei. Einhalb. Eigentlich drei. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt. Was ist denn los? Siehst du diesen Cletus da hinten? Nur verschwommen. Irgendwas ist mit meinen Augen. Huch! Oh, guck mal, Rufus. Ich bin Donner. Ich weiß. Verfüttert ihn an die Haie. Bäh. Sehr schön. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Klar. Leg los. Cletus ist drauf und dran, mit Lady Goal nach Elysium zu verschwinden. Und jetzt fummelt er auch noch an den Bombenkontrollen. Ich glaube, er will die deponianische Bevölkerung ausrotten. Dann gäbe es nämlich keinen Grund mehr, Deponia zu verschonen. Boah. Fies. Ich kann es kaum glauben. Wir müssen Lady Goal davon erzählen. Könnte schwierig werden, sie zu überzeugen. Probieren geht über Sinieren. Das habe ich von dir gelernt. Mhm. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann